Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich hier mit den Kennlinien von Leitungsschutzschaltern. Die Wirkungsweise von Leitungsschutzschaltern habe ich in einem älteren Video an einem offenen Leitungsschutzschalter bereits erläutert und möchte hier nochmal auf dieses Video hinweisen. Leitungsschutzschalter, Innenleben und Funktion. Ich gehe hier kurz nochmal auf die beiden Wirkmechanismen ein. Da ist einerseits die elektromagnetische Auslösung, die mit Hilfe dieser Spule realisiert wird. Die soll sehr schnell reagieren, wenn der Strom schlagartig sehr groß wird, also zum Beispiel bei Kurzschlüssen. Und andererseits die thermische Auslösung, die dann zum Zuge kommen soll, wenn der Stromkreis einen etwas zu großen Strom führt, der über einen längeren Zeitraum anhält. Das wird mit Hilfe dieses Bimetalls realisiert. Es gibt also grundsätzlich diese beiden verschiedenen Wirkmechanismen im Leitungsschutzschalter. Genau diese beiden Wirkmechanismen spiegeln sich natürlich auch in der Kennlinie wider. Ich habe hier eine Kennlinie aus einem Datenblatt der Firma Hager entnommen. Sie sehen hier den Hinweis auf dieses Datenblatt, das im Internet frei verfügbar ist. In der Kennlinie spiegeln sich, wie gesagt, beide Auslösemechanismen wieder. Da ist einmal die thermische Auslösung, die finde ich in diesem gekrümmten Bereich. Das entspricht der thermischen Auslösung. Und andererseits die elektromagnetische Auslösung, die sich in diesem steilen Bereich widerspiegelt. Grundsätzlich soll dieses Diagramm die Auslösezeiten bei einem bestimmten Strom angeben. Das heißt, ich kann auf dieser Achse die Auslösezeit ablesen, die in diesem Fall in Sekunden angegeben ist. Sie müssen Acht geben, wenn Sie solche Diagramme lesen. Die Beschriftung ist nicht immer nur in Sekunden. Manchmal sind auch Sekunden in einem Abschnitt und Minuten in dem anderen Abschnitt angegeben. Die Stromachse allerdings zeigt nun nicht tatsächlich einen Strom an, so wie man es erwarten sollte, sondern hier steht ein Faktor. Das ermöglicht es, zum Beispiel ein Automaten mit 10 Ampere, einen mit 16 Ampere und einen mit 20 Ampere in dieser Kennlinie unterzubringen. Man spricht hier von Normierung. Das Ganze ist dadurch etwas schwerer abzulesen, aber im Grunde ist es trotzdem ganz einfach, denn bei einem 10 Ampere Automaten bedeutet diese 2 schlicht und einfach 2 mal 10 Ampere gleich 20 Ampere. Bei einem 16 Ampere Automaten bedeutet die 2 entsprechend 2 mal 16 gleich 32 Ampere. In diesem Fall sind in dieser Kennlinie noch zwei weitere Werte angegeben. Das sind die sogenannten Prüfströme, 1,13 mal den Bemessungsstrom und 1,45 mal den Bemessungsstrom. Diese werde ich hier nicht näher betrachten, aber ich möchte den Hinweis geben, dass diese Werte mit der Begrenzung dieser Bereiche nichts zu tun haben. Wenn man die hier einzeichnen würde, die entsprechenden Prüfströme, würden sich senkrechte Hilfslinien ergeben, die einfach von oben nach unten verlaufen und nicht etwa diese Bereichsgrenzen abbilden. Ich werde nun den Aufbau der Kennlinien näher betrachten. Dazu habe ich mir vorgestellt, dass es sich um einen Typ B handelt. Ich werde am Ende des Videos die Typen etwas genauer unterscheiden, wann welcher Typ zum Einsatz kommt. Aber hier zunächst habe ich einfach mir einen Typ B vorgestellt. Man muss sich nun klar machen, dass ein einzelnes Exemplar genau eine Kennlinie hat, die ist hier angedeutet. Ein einzelnes Exemplar wird also durch eine Linie dargestellt. Durch eine Kennlinie. Wenn man nun aber sehr viele Exemplare testet, dann werden die sich nicht ganz genau gleich verhalten. Das heißt, es entsteht ein ganzer Bereich, der hier rot angedeutet ist. Dadurch, dass es Exemplarstreuung gibt. Die linke Begrenzung dieses Bereiches nennt man Nicht-Auslöse-Kennlinie. Diesen Begriff finde ich sehr irritierend, da beim Überschreiten dieser Kennlinie durchaus eine Auslösung stattfinden kann. Aber es wird häufig Nicht-Auslöse-Kennlinie genannt. Die rechte Begrenzung heißt Auslöse-Kennlinie. Dieser Begriff passt hier durchaus besser an. Die rechte Begrenzung heißt also Auslösekennlinie. Man wird sich, wenn man diese Kennlinien interpretiert, in allererster Linie für den rechten und den linken Rand, also für die Nicht-Auslösekennlinie und die Auslösekennlinie, interessieren.
Das werde ich im Folgenden nun näher erläutern. Zur Erläuterung dieser Kennlinien habe ich nun bestimmte Fragestellungen aufgeworfen, wie sie typischerweise in Klassenarbeiten und Klausuren vorkommen. Frage 1, die ist sehr leicht zu beantworten. Wie lange braucht ein Typ B 16 Ampere LS-Schalter mindestens, um einen Strom von 24 Ampere abzuschalten? Ich müsste nun also hier die 24 Ampere finden. Die finde ich aber nicht direkt. Es handelt sich um einen 16 Ampere Schalter. Das heißt, ich muss 1,5 mal 16 rechnen, um auf die 24 zu kommen. Das heißt, ich muss bei 1,5 ablesen. Wie man sieht, wenn ich von hier aus hoch projiziere, wird der steile Bereich überhaupt nicht tangiert. Es kann also keine elektromagnetische Auslösung in diesem Fall geben. Ich muss weiter nach oben projizieren und werde nun in den Bereich kommen, in dem die thermische Auslösung reagiert. Und wie ich hier sehe, treffe ich bei etwa 45 Sekunden nun auf die Nicht-Auslöse-Kennlinie des thermischen Bereiches, zu der dieser Schalter frühestens auslöst. Die Nicht-Auslöse-Kennlinie gibt also an, zu welchem Zeitpunkt der LS-Schalter frühestens auslösen kann. Damit kann man sich die zweite Frage schon fast denken. Hier wird danach gefragt, wie lange der Typ B 16 Ampere Schalter höchstens braucht, um diesen Strom von 24 Ampere abzuschalten. Ich projiziere jetzt natürlich wieder bei der 1,5, muss jetzt an den oberen Rand dieses Bereiches gehen, zur Auslösekennlinie, projiziere von da aus nach links und stelle fest, dass das Ganze etwa 350 Sekunden dauert. In diesem Fall kommt also nur die thermische Auslösung zum Zuge. Die Frage 3 ist ein sehr wichtiger Fall. Hier betrachtet man nämlich den Kurzschluss, bei dem ein sehr großer Strom fließt. Die Frage lautet, wie lange braucht ein Typ B LS-Schalter, um einen Strom abzuschalten, der mindestens 5-mal dem Bemessungsstrom entspricht. Bei einem Typ B 16 Ampere Schalter wäre das also 5-mal 16 Ampere gleich 80 Ampere. Man betrachtet also Fälle, in denen schlagartig ein Strom auftritt, der mindestens den Wert von 80 Ampere hat. Das heißt, dass ich hier bei der 5 ablesen muss und wie ich jetzt sehe, gibt es zwar hier einen gekrümmten Bereich, den kann man aber nicht so ganz ernst nehmen an dieser Stelle. Man geht weiter nach oben und man sieht jetzt, dass hier ein senkrechter Bereich entsteht. Und nun ist es hier unmöglich, an dieser Stelle eine bestimmte Zeitdauer abzulesen. Denn das ist ja keine Funktion mehr, sondern hier sind ja ganz viele Zeitwerte zugeordnet. Man muss an dieser Stelle schlicht und einfach wissen, dass dieser Schalter Typ B, wenn nun der Strom den fünffachen Bemessungswert überschreitet, innerhalb von 0,1 Sekunde abschalten muss. Das muss man also schlicht wissen an dieser Stelle. Man kann hier nicht die Zeit direkt ablesen. Was man hier gut ablesen kann, ist, dass der Typ B eben diesen Faktor 5 für dieses Verhalten hat. Man kann dann eben auch ablesen, dass im Fall eines Typ C Schalters der zehnfache Bemessungsstrom fließen muss, damit dieser Schalter innerhalb von 0,1 Sekunde abschaltet. Also ein Typ C 20 Ampere Schalter würde bei 200 Ampere oder noch größeren Strömen sicher innerhalb von 0,1 Sekunde abschalten. Und bei Typ D gilt entsprechend der Faktor 20. Ablesen kann man die wahre Zeit, in der er abschaltet, hier nicht. Es wird schlicht gefordert in der Norm und von den Herstellern gewährleistet, dass in diesem Fall die Abschaltung innerhalb von 0,1 Sekunde stattfindet. Die vierte Frage, die ich nun aufwerfe, lässt sich nur differenziert beantworten, weil nicht von vornherein klar ist, ob die elektromagnetische oder die thermische Auslösung zum Zuge kommt. Wie lange braucht ein Typ B LS-Schalter, um einen Strom abzuschalten, der mindestens 3-mal IN, aber weniger als 5-mal IN beträgt? Ich frage also bei einem Typ B 16 Ampere Schalter hier nach einem Strombereich von 3-mal 16 gleich 48 Ampere bis 5-mal 16 gleich 80 Ampere. Das ist der Bereich, der mich in diesem Fall beim Typ B interessiert, wenn ich nach 3 und 5 frage. Naja, man sieht hier schon, Typ B wird hier in der elektromagnetischen Auslösung von der 3 und von der 5 begrenzt. Daher
habe ich diese Zahlen hier gewählt. Ich werde das konkret jetzt für den Fall erläutern, in dem ein Strom von 64 Ampere fließt. Das heißt, ich werde das am Faktor 4 ablesen. Die entsprechenden Hilfslinien sind ja hier schon eingetragen. Man kann in diesem Bereich nun nicht entscheiden, ob der Schalter schon elektromagnetisch reagiert oder ob die elektromagnetische Auslösung nicht zum Zuge kommen wird. Das heißt, wenn ich von hier aus ablese, befinde ich mich ja mitten im Bereich der elektromagnetischen Auslösung und kann nun nicht entscheiden, ob diese wirklich auf diesem Wege stattfindet. Sollte aber die elektromagnetische Auslösung stattfinden, so wird das sehr schnell gehen. Es kann aber etwas länger als 0,1 Sekunde dauern, denn für diesen Bereich garantiert der Hersteller nicht, dass die Abschaltung unterhalb von 0,1 Sekunde stattfindet. Wenn sie nun aber elektromagnetisch erfolgt bei diesem Exemplar, das ich mir nun hier vorstellen muss, dann kann ich davon ausgehen, dass das spätestens nach einer Sekunde geschehen ist. Es wird also dann nicht etwa 2 oder 3 Sekunden dauern können, bis die elektromagnetische Auslösung wirklich vollzogen ist. In diesem Fall sowieso nicht, denn nach etwa 1,8 Sekunden erreiche ich die untere Begrenzung der thermischen Auslösung, sodass also nach 1,8 Sekunden schon die thermische Auslösung den Schalter zum Abschalten bringen könnte. Spätestens aber nach 6 Sekunden wird die thermische Auslösung reagiert haben. Ich kann also hier davon ausgehen, dass der Schalter spätestens nach 6 Sekunden thermisch abschaltet, möglicherweise schon nach 1,8 Sekunden thermisch abschaltet oder aber deutlich eher durch die elektromagnetische Auslösung. Eine Vorhersage darüber, welcher Mechanismus hier am Ende zum Zuge kommt, ist tatsächlich nicht möglich. Im Gegensatz zu den vorherigen Fragestellungen frage ich nun nach dem Abschaltstrom und nicht nach der Abschaltzeit. Eine gängige Frage ist daher, wie groß muss der Strom sein, damit es innerhalb von 0,2 Sekunden zu einer sicheren Abschaltung kommt. Die 0,2 Sekunden sind die Abschaltzeit des TT-Systems und daher entsprechend hier gewählt worden. Dazu muss ich nun eine Hilfslinie bei 0,2 Sekunden einzeichnen und ich sehe, dass diese Hilfslinie den rechten Rand des Types B beim Faktor 5 schneidet, den rechten Rand von Typ C bei 10 und den rechten Rand bei Typ D bei 20. Das sind nun die Faktoren, mit denen ich hier arbeiten muss. Das heißt, dass ein Typ B Automat mit 16 Ampere bei 5 mal 16 Ampere, das sind 80 Ampere, sicher innerhalb dieser 0,2 Sekunden abschaltet. Ein Typ C Automat mit 16 Ampere hingegen schaltet bei 10 mal 16 Ampere, also 160 Ampere, sicher innerhalb dieser 0,2 Sekunden ab. Und entsprechend schaltet natürlich ein Typ D 16 Ampere bei 320, nämlich 20 mal 16 Ampere, sicher innerhalb dieser 0,2 Sekunden ab. Man kann die Frage dann auch noch ein bisschen weiterführen, indem man die Abschaltzeit von 0,2 Sekunden auf 0,4 Sekunden heraufsetzt. Die Fragestellung ist absolut identisch. Die 0,4 Sekunden sind die Abschaltzeit im TNCS-System und daher auch eine vernünftige Fragestellung. Wie man hier nun leicht sieht, wird man sowohl bei 0,2 Sekunden als auch bei 0,4 Sekunden immer den gleichen Wert an den rechten Rändern der jeweiligen Bereiche ablesen. Das heißt, es kommt jeweils das gleiche heraus. Da gibt es keinen Unterschied. Man könnte diese Fragestellung jetzt natürlich auch noch weiter treiben, indem man zum Beispiel fragt, wie groß muss der Strom sein, damit die Sicherung innerhalb von 100 Sekunden sicher ausschaltet. Dann müsste man also hier entsprechend runterprojizieren, diesen entsprechenden Faktor ablesen und den mit dem Bemessungswert der Sicherung multiplizieren. Das kann man natürlich mit jedem Zeitwert so machen. Vernünftiger sind allerdings genau diese Zeiten, nämlich 0,4 und 0,2 Sekunden und das kommt damit in Prüfungen und Klassenarbeiten auch sehr viel häufiger vor. Wie bereits angekündigt, gehe ich zum Schluss des Videos noch auf den Einsatz der einzelnen Auslösecharakteristiken von Automaten ein. Das habe ich aus dem oben genannten Datenblatt von Hager entnommen. Die wiederum haben das aus der entsprechenden Norm entnommen. Die Auslösecharakteristik B wird vorwiegend zum Kabel- und Leitungsschutz in Wohnhausinstallationen eingesetzt, zum Beispiel für Licht- und Steckdosenstromkreise. Auslösecharakteristik C
wird ebenfalls zum Kabel- und Leitungsschutz eingesetzt, aber besonders für Geräte mit höheren Einschaltströmen, zum Beispiel ganze Lampengruppen oder Motoren. Das Gleiche lässt sich nun auch noch weiter ausdehnen auf die Auslösecharakteristik D, die im Grunde wieder die gleiche Aufgabe hat, nämlich Kabel- und Leitungsschutz, allerdings dann für Geräte mit sehr hohen Einschaltströmen, zum Beispiel Schweißtrafos oder Motoren. Ja, das war's zu den Kennlinien des Leitungsschutzschalters. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema gut vermitteln. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.